Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Diablo Immortal. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, was das wird. Ich will auf jeden Fall mal reinspielen. Idealerweise will ich zumindest die Story durchspielen. Für alles Weitere bin ich, glaube ich, tatsächlich nicht zu haben. Aber ich feiere schon diese Ankündigung. Sie ist sehr weit vorne. Ich habe gestern schon mal ganz kurz reingespielt. Ich weiß nicht, kann ich jetzt nochmal einen Charakter auswählen oder starten wir direkt mit dem... Ah, ich kann nochmal einen neuen Charakter erstellen. Okay, das mache ich auf jeden Fall. In Gedenken an das Diablo 3 Let's Play hatte ich schon mal eine Kreuzritterin mit dem fantastischen Namen Roswitha erstellt. Dabei wird es definitiv nicht bleiben. Ich fand den Kreuzritter jetzt so lala beim ersten Anspielen. Mal gucken. Insgesamt erwarte ich von Diablo Immortal, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wahnsinnig viel. Ich komme ja auch eher so aus der Diablo 2 als aus der Diablo 3 Ecke. Ich habe mit Diablo 3 auch reichlich Spaß gehabt, also so meine 500 plus Stunden habe ich da schon reingesteckt. Aber ich habe Diablo 3 dann auch, muss man fairerweise sagen, seit 7 oder 8 Jahren nicht mehr gespielt, weil es mich einfach nicht mehr wirklich gereizt hat. Und ich erwarte bei Diablo Immortal jetzt einfach so ein Diablo 3 Lite. Mal gucken. Aber ja, ich würde auf jeden Fall ganz gerne die Story durchspielen, wenn es nicht zu furchtbar wird. Und ich glaube, für den ganzen Endgame-MMO-Kram bin ich tatsächlich nicht zu haben, weil ich auch nicht so der riesen MMO-Fan bin. Aber von daher, wir gucken einfach mal. Ich würde tatsächlich ganz gerne einen Mage anfangen. Gucken, ob das eine gute Idee ist. Warum darf sie als Einzige keine Tattoos oder so auf der Stirn haben? Was sagt denn die Rüstungsvorschau? Oh, wow. Okay. Das fühlt sich schon ein bisschen Lost Arkig an, oder? Was gibt es noch für Klassen? Stimmt, da könnten wir einfach mal reingucken. Es gibt prinzipiell mehr oder minder die Diablo 3 Klassen minus den Witch Doctor. Also es gibt den Barbaren. Wie gerade schon gesehen, Zauberer bzw. Zauberin. Demon Hunter ist am Start. Den Mönch gibt es wieder. Crusader natürlich. Und was in Diablo 3 ja tatsächlich erst als DLC dazugekommen ist, den Necro. Fun Fact übrigens, Necro ist quasi die einzige Klasse, die mit einer Art Ressource auskommen muss, nämlich mit Leichen. Alle anderen Klassen können ihre Spells halt einfach raushauen. Also es gibt halt einen Cooldown für alle Sachen, aber es gibt keinen Mana oder so. Ich liebe Orgel ja auch ein bisschen mit dem Totenbeschwörer, aber ja, weiß ich noch nicht. Ich habe einfach mit Totenbeschwörer und Diablo schlechte Erfahrungen im Early Game. Also es ist einfach so... Skelette fühlen sich meistens am Anfang super trashig an und machen halt nichts. Und später habe ich einfach so die Befürchtung, dass der Hauptcharakter nicht mehr genug Schaden macht, um einfach Leichen zu erzeugen, um dann noch klarzukommen. Also ist wahrscheinlich für eine Party relativ super. Singleplayer, weiß ich nicht. Ich bleibe auf jeden Fall bei der Zauberin. Jo, weiter. Die kriegt meinen Standardnamen. Blitzschnitzel und Abfahrt. Dann gibt's glaube ich. The dock for Wortham. God. That whole village has gone to hell. You sure I can't take you someplace else? Didn't cross the world just to leave now. The town is through the forest, I assume. Aye. Follow the road and be on your guard. Unfortunate things happen to travelers in that forest. I believe in preparation, not fortune.
But thank you. I will keep my eyes open. Ich bin noch gemutet. Schön, dass ich trotzdem Danke gesagt habe. Hypno, vielen, vielen Dank für den Sub. 20 Monate sind, wenn ich nicht ganz falsch liege, fast 4 Jahre. Vielen Dank dafür. Zum Thema Cutscenes. Es gibt hier eigentlich, wenn man das Spiel startet, eine Intro-Cutscene. Und die gibt's aber offenbar nur beim allerersten Spielstart. Also ich habe auch noch keinen Weg gefunden, die nochmal abzuspielen. Kurz zusammengefasst ist es einfach, also die Story spielt halt zwischen Diablo 2 und Diablo 3. Kurz zusammengefasst ist erzählt aus der Perspektive von Tyrael, der sagt, ja Mensch, der Weltenstein ist ja so mit der Brennpunkt oder mit einer der Gründe gewesen für den ewigen Konflikt zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen. Und der ewige Konflikt hat diesen Weltstein halt letztendlich verderbt und deswegen musste er zerstört werden, soweit bis zum Ende von Diablo 2. Danach hat sich aber trotzdem die verdorbene Macht des Weltsteins weiter in der Welt von Sanctuario ausgebreitet und Überraschung, Überraschung, neues Übel hervorgerufen. Wer konnte damit rechnen? Und ja, jetzt sind wir mal wieder dran und dürfen mal wieder die Welt retten. Jetzt frage ich mich, ich hatte meine Steuerung beim anderen Char schon umgeändert, ob er das übernommen hat. Zumindest die Lautstärke-Settings sind da. Es gibt übrigens, falls sich jemand fragt, keine deutsche Sprachausgabe. Von daher lasse ich das mal auf Englisch. Also wir könnten es wahrscheinlich auf, was ist das andere, Japanisch und Koreanisch? Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Das sieht sehr nach Koreanisch aus, to be fair. Das könnte tatsächlich auch Chinesisch, meine Güte, sein. Ich kann das nicht so gut unterscheiden. Lustigerweise ist unter Steuerung nicht die Steuerung zu finden, sondern unter Controller. Das ist halt auch so. Ja, nun. Aber das sieht. Nee, das hat er definitiv nicht übernommen. Das wurde definitiv nicht übernommen. Fertigkeit 1 geht bitte hier hin. Fertigkeit 2 geht bitte dahin. Fertigkeit 3 geht bitte dahin. Fertigkeit 4 geht hier hin. Trank kann da bleiben. Haben wir auf E eigentlich irgendwas? Offenbar nicht. Dann sehe ich keinen Grund, warum die Ulti auf R liegen sollte, anstatt auf E. Fertigkeit abbrechen ist mir relativ egal. Ich hätte gerne mein Inventar stattdessen auf C. Weil ich nicht mit der Hand einmal über die Tastatur greifen möchte zu I. Das Party-Menü kommt bitte auf P, weil es da einfach hingehört. Sprachmemo auf 2? Okay. Ja, sure. Warum nicht? Also ja gut, es war wahrscheinlich vorher auf T. Und dann habe ich das umgelegt. Aber das sollte eigentlich so passen. Bisschen nervig, dass man das für jeden Charakter neu machen muss. Aber okay. Die Anzeige, denkst du, ah okay, ich kann dir das Ding... Und dann siehst du aber, nein, das ist für den Fotomodus. Ich kann die Grafik für den Fotomodus umstellen. Und den Fenstermodus. Und die Helligkeit anpassen. Und der Rest ist dann bei Grafik. Ich denke so, hold on. Aber man kann, Fun Fact, also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, irgendwo die Auflösung zum Beispiel zu ändern. Also es ist, The undead. What fate has befallen Wartham? Könnt mir im Chat gerne mal sagen, ob das von der Lautstärke her so passt. Ich kann es gern noch eine Idee lauter machen, aber eigentlich, also die Sprachausgabe ist vielleicht eine Idee leise. Von Kampfsounds sollte es eigentlich passen. Okay.
So ein Feuerball-Junge. Nun, dieser Villager ist einfach nur noch eine Pfütze. Und was haben wir hier gefunden? Man kann übrigens auch mit WASD laufen, wenn man das möchte. Bin ich jetzt persönlich nicht so ein Riesenfan von. Wobei es gerade, wenn man so Angriffe charged und die dann nochmal irgendwo anders hin platzieren möchte, wahrscheinlich ganz sinnvoll ist. Onward and upward? Ich kenne nur vorwärts, abwärts, aber okay. Solange du nicht selber sprichst, ist der Ton okay. Ich bin lauter, das ist so in Ordnung. An outsider. Drawn where they do not belong. Yet you are too late. Wortham is dead. Ew. Wo kommt die Abomination aus Warcraft 3 her? Okay, es stirbt und übergibt sich sehr geräuschvoll. Und damit sind wir auch einfach direkt Stufe 3. Okay. Unser Inventar. Gegenstand antippen, um mehr zu erfahren. Es bringt mehr Punkte. Was auch immer Punkte bringen. Aber es macht auf jeden Fall mehr Schaden. Also auf jeden Fall besser als gar keine Rüstung. Und neue Fertigkeit ist verfügbar. Okay. Magic Missile natürlich. Oh, Blitznova. Nicht zu verwechseln mit der Nova, die Blitzschaden macht. Die scheint tatsächlich anders funktionieren. Schleudert 10 Blitzkugeln in alle Richtungen, die 29 Schaden verursachen. Sie kehren zu euch zurück und verursachen dabei erneut Schaden. Okay. Maximal 6 Treffer pro Ziel. Ja, okay, also man kann es nicht extrem shotgunnen, macht auch Sinn. Aber wenn sich das eher anlegen, auf jeden Fall bitte dahin. Ich müsste mir Fertigkeit 4 wahrscheinlich nochmal auf... Ah ne, habe ich tatsächlich auf die andere Maustaste gelegt. Das passt dann alles. Okay. Ja. Wie das Ganze hier so läuft, ist auch, wir können halt jetzt nicht groß wählen, wann wir welchen Skill oder so oder auf welchem wir uns spezialisieren. Wir kriegen das halt einfach nach Stufe nach und nach freigeschaltet. Und können uns dann überlegen, ob wir es einsetzen wollen oder nicht. After him, quickly. I'll secure the gate. Bring the offering. The gift of blood shall open our Lord's path. You there. What's your purpose, stranger? What's your purpose? Ist ja auch geil. I received word that Wortham had been attacked. The mayor requisitioned aid. What can I do to help? The mayor? Akarat blessed that man's soul. Those cultists you just carved through attacked the town and dragged our people towards the caves in the west. Ja, das haben wir gesehen. You here to aid us? Then help my men kill those bastards and bring back anyone who lives. Go! Please, hurry! We'll guard the gates with our lives. I promise you. Okay. Hey, wir haben die Minikarte freigeschaltet. Oh wow, und wir kriegen Besuch.
to safety. I'll find the villagers. Also ich muss sagen, im Vergleich zur Kreuzritterin spielt sich die Zauberin am Anfang deutlich flüssiger. Also wir haben deutlich höheren Damage-Output, habe ich das Gefühl. I am stronger still. I'm afraid it's not the time for that. Was ist denn ein Omenblütenblatt? Das ist der Dolch, so, ja. Anlegen, okay. Man kann übrigens die Sachen nicht einfach irgendwie hier rüberziehen. Also wie man das vielleicht vom PC von Diablo 2 oder 3 gewohnt ist, so, klick eine Sache im Inventar an, leg sie in den Slot. Nein. Funktioniert nicht. Ah, ist das so ein Zauberfokus? Also statt Schild? Ah, okay. I see. Others are guarding the gates. Get to them quickly. This must be the cavern the guard spoke of. Okay, ah, wir können uns auch heilen. Okay. A refreshing change. A refreshing change, wow. Ich finde es halt schön, dass vor, keine Ahnung, einer Viertelstunde halt Leute mal hier in Public Chat geschrieben haben, bevor ich ihn deaktivieren konnte. Und dass das auf ewig da bleibt. Also kann ich das nicht irgendwie. Kann ich das nicht irgendwie. Ich würde es gerne ausblenden, das wäre fantastisch. Kann ich den. Aber Anzeige wohl nicht. Aber da gerade noch eine Auf. Nee. Ist, okay. Wir werden, glaube ich, auf ewig mit diesem Chatfenster da leben müssen. I guess. Oh, es gibt mehr Lautstärkeregler. Spannend. Okay, dann können wir den Sound ja noch ein bisschen leiser machen und die Gesamtlautstärke einfach wieder hoch. Dann sind die Voice Lines noch ein bisschen passiger. Sprachchat kann aus. Relock killt den Verlauf bestimmt? Ja, bestimmt. Automatisch aufheben. Ja, Rare-Gegenstände können wir mal automatisch aufheben. Krass, es gibt nicht nur ein automatisches Gold-Pickup, sondern auch Auto-Loot-Pickup. Spannend. Autonavigation. Okay, ich bin gespannt. Ja, mal gucken. Ich mache die Höhle hier noch fertig, beziehungsweise ich mache mal die Quest so weit, bis wir in der City sind und dann relogge ich mal. Am Handy klicken ist halt anstrengend. Wir sind schon Stufe 5. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass wir auf Stufe 4 aufgestiegen sind, aber okay. Okay. Was sie sagt. Das ist doch jetzt einfach. Okay, es ist prinzipiell genau das gleiche, aber es ist besser. Okay.
Nee, ich zerstöre das mal noch nicht. Mal gucken, was wir damit noch machen können. You, friend, get us out of here, please. Ah, another sacrifice arrives. Through your flesh, the Lord of Damnation shall have his prize. Behold the gift of Hell's new master. Ah, die Heilkugeln sind zurück. Okay. My studies have paid off, it seems. Achso, das ist alles, was du dazu zu sagen hast. All right, friend. Tell me, do you have the strength to make it out of here? Okay, Fazit, die Voice Lines können noch lauter und Sound kann ein bisschen leiser, glaube ich. Ah, yes, I think so. Wait, one of the others had a portal scroll, but we couldn't reach it. There it is. Come, let's leave this miserable place forever. Okay. Town Portal it is. Wow. Sieht schon ein bisschen schäbig aus, aber okay. Wo war das mit bei? Hier. So, Gesamtlautstärke hoch, Sound runter. Dann gucken wir mal. You know, I didn't thank you properly, friend. I'm Corin, the village's blacksmith. If you need to improve your armor or weapons, please see me. Dafür, dass ich die Gesamtlautstärke hochgezogen habe, hat sich nicht viel getan, oder? So, was bietest du denn für Dienste an? Tippen, um einen wieder zu verwertenden Gegenstand zu wählen. Wiederverwerten. Dafür bekommen wir was? Was ist das? Ich möchte gerne wissen, was das ist. Schrottmaterialien. Okay, also Crafting Materials, alles klar. Cool. Was? Sind die tatsächlich besser als unser aktuelles Equipment? Hold on. Okay. Gut, dann wird das also der Oberbösewicht sein. So, okay, das Ding ist tatsächlich stärker. Spannend. Das ist jetzt einfach gleichwertig, sieht nur anders aus. Okay. Ja, finde ich schicker. Okay, dann... Hallo? Herr Schmied? Okay, jetzt mit dem Schmied zu sprechen, ist offenbar nicht vorgesehen. Schade. Nothing remains but char. Ich würde sagen, da liegt mehr als Asche, aber sie muss es wissen. Sie steht daneben.
Was gibt's hier sonst noch so? Okay, hier kommt safe noch irgendein NPC hin. Ist diese... War das in der Autobewegung? Oder wie das hieß? Autonavigation. Nee. Schade, ich dachte, das macht die Fußspuren aus. Die finde ich nämlich hart anstrengend. Okay, da... Doch, da kommen wir durch. Have you seen a blonde boy? About... Kevin! Kevin! Get back here this instant! Was? Der Char ist weitergelaufen. Ich wollte eigentlich den Text hören, aber... Main Char wollte das offenbar nicht. Okay, hier ist Schicht. Ist das Kevin? Die Leute in dieser Stadt haben alle Hoffnung aufgegeben. Ich will nicht sterben. Dein Name würde nicht Kevin sein, oder? Your mother's been looking for you. Everywhere. Überall. An dem einen Ort, an dem sie steht und halb verzweifelt nach ihm gerufen hat. Really? I didn't think Mom cared about anything anymore. Okay, maybe I'll go back. Okay. Na, dann gucken wir uns die Family Reunion ja mal an. Wow. Wie voller Freude alle beide sind. Kevin, you had me worried sick. Oh, thank you for finding him, adventurer. We are going to have a long talk about his behavior. Cool, und dafür kriege ich halt nichts. Ich meine, gut, es war jetzt auch nicht die aufwendigste Sidequest, aber es war... Wow. Ja, voll gut, dass wir das gemacht haben. Hat sich richtig gelohnt. Auch spannendes Story-Element. ich wollte reloggen, ne? Machen wir gleich mal. Hier ist noch zu... Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter, oder? Ja, okay. Das war total zu erwarten. Nun gut, dann... Ja, nee, aus meinem Weg ist eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich... Spiel verlassen. Nun, sind wir also wieder hier. Gott. He killed them. You're all right. Danke, den Text kennen wir. Mach du mal deinen Town Portal. Versuche die Voice Lines nochmal eine Idee lauter zu kriegen. So. You know, I didn't thank you properly, friend. I'm Corin. The village is... Danke. Das Spiel speichert automatisch, man sieht's. Ja, auf jeden Fall. Ah ja, jetzt haben wir natürlich das Equipment auch nicht angelegt. Was war das denn gerade? Wir schenken uns das mal. Wir haben es ja gerade schon gesehen. Ja nun, dann gib mir doch mal das Ding wieder. Machen wir dann die tolle Sidequest nochmal? Ich weiß nicht, ob das später noch irgendwie Auswirkungen hat. Ich denke mal nicht, aber who knows? Sind wir da gerade? Okay. Kurz die Illusion, dass wir auf das Geländer darauf gelaufen sind, aber... Have you seen a blonde boy? Kevin! Kevin! Get back here this instant! Sie läuft halt automatisch vorbei. Man kann dann halt auch nicht aufhören.
Das ist halt so, ja nun. Leave me alone. The adults in the real? Ich wünschte, wir hätten so dieses Ranzoom-Feature noch aus Diablo 2 Resurrected. Gab's das in Diablo 3 eigentlich auch? Weiß ich gar nicht mehr. Ich würde mir hier ein paar von den Details im Ort eigentlich ganz gerne angucken, aber ist offenbar nicht vorgesehen. Okay. Dann haben wir das ja auch erledigt. Dann kümmern wir uns jetzt tatsächlich mal um die Main Quest, würde ich sagen. Mit Z kann ich in Diablo 3 näher ran. Ja, hier macht Z gar nichts. Also können wir nochmal in die Steuerung gucken. Beziehungsweise unter Controller. Aber bewegen, Angriff, Fertigkeiten, Tränke. Bewegen. Paragon-Menü auf O. Achso, das war vorher da. Vielleicht möchte ich das auf V haben, I guess. Weltkarte, Fertigkeitenmenü, Questlog, noch mehr Menüs. Na. Die Tastatur ist Englisch? Nein, ist sie nicht. Nein, ist sie nicht. Ja, so, das seht ihr gerade nicht, aber ich drücke Z und ich schreibe Z. Aber auch wenn ich Y drücke, es gibt halt einfach keine Zoom-Funktion. Auch mit dem Mausrad nicht. Das war so meine erste Idee. So. Wen haben wir denn hier? Kane! Alte Keule. Der lebt ja tatsächlich noch. Remain calm, everyone. We are not bereft of hope yet. Ah, hello, friend. You've arrived at quite a difficult time. As you can plainly see, the townsfolk are ill at ease. But we should be safe enough here for the moment. My name is Deckard Kane. I'm a bit of a traveling scholar, one might say. Lyra here mentioned you saved Corin from the cultists before that sudden commotion in the square. Please, tell me everything. Kane sieht irgendwie anders aus, oder? Also er sieht, finde ich, nicht so aus, als wäre er irgendwo in einem Status zwischen Diablo 2 und 3. Irgendwie sieht er weird aus. Aber vielleicht habe ich ihn auch in Diablo 3 einfach anders in Erinnerung. Keine Ahnung. It seems dark forces have set their eyes upon Wertham. The cultist leader mentioned a Lord of Damnation, said he was seeking some prize. That face wreathed in flame could have only been his. Lord of Damnation. Things are far worse than I imagined. The forces of Hell are seeking a shard of the World Stone, an artifact with the power to create entire realities. 5 years ago, the demon lord Baal nearly brought all of humanity under his thrall using that stone. If the demons were to obtain even a shard of it, the result would be catastrophic. We cannot allow that to happen. Adventurer! Kane! The cultists are attacking the Western Gate! We need help holding them back! Okay, eigentlich wollte ich gerade einen Schluck Kaffee nehmen, aber unsere Hilfe wird benötigt. Schön, dass auch sonst niemand mitkommt. Your unworthy flesh will serve our Lord. Warum treffen wir den nicht? Ah, jetzt. There must be another stronghold there. Don't worry about the town. Go. Show those cultists no mercy.
Okay. Immer nichts. Aber offenbar hat unsere Zauberin einen Drang zu laufen. Wo auch immer das herkam gerade. Okay, ein Schrein. Schrein der Verbindung. Was macht er so? Habe ich jetzt 5G? Mit Blitzen aufgeladen. Okay. Ah, das ist er, okay. Kennt man aus Diablo 3. Ich frage mich, ob ich die Dinger jetzt noch mitnehmen will. Also dadurch, dass halt... Okay, ist aber schon stärker. Ich finde es halt ein bisschen lame, dass die Items halt so... Also ich meine, gut, es sind alles... Basic Items. Gucken, die haben halt gefühlt alle so gar keine magischen Eigenschaften. Aber vielleicht kommt das noch. Ich finde die Fußspuren halt super nervig. Also sie stören mich jetzt halt gar nicht unbedingt optisch, aber es wäre halt total okay, wenn das oben auf der Minimap wäre, weil so ist man halt immer versucht, diesen Spuren nachzulaufen und überhaupt nicht das Gebiet zu erkunden. Ah, gut, weil die Gebietserkundung hier auch sowieso aufhört, ich verstehe. Nun, und hier so? Bosspack hier? Ah. By the way. Oh, die machen den Kram. Okay, auch das kämpft. Es ist halt schon einfach Diablo 3 all over again, oder? Ah, guck mal. Mantel der Willenskraft. Hallo? Ah ja, gut, der macht dann plus 2 Willenskraft. Okay. Nehmen wir. Ist das Bandengürtel? Oder ist das so ein Stirnreif? Ist wahrscheinlich eher ein Gürtel, nehme ich an. Tippen, um Bonusattribute anzusehen. Magische, seltene und legendäre Gegenstände gewähren Bonusattribute. Erhöht das Potenzial um 0, den Widerstand um 0 und die Kampfwertung um 2. Was ist denn Potenzial? Okay, Vita erhöht Leben und Kampfwertung, whatever das ist. Beharrlichkeit erhöht Rüstung, Pierce und Kampfwertung. Was ist denn? Es erhöht auf jeden Fall alles die Kampfwertung. Also halt alles. Stärke erhöht nur die Kampfwertung. Okay. Also ist das... Nee, Schaden ist das aber auch nicht, weil Schaden wird durch Intelligenz nochmal erhöht. Okay. Es gibt Accessoires. Okay, spannend. Hey, wir können den Diablo 2 Look kaufen. Freischalten im Shop, mal gucken, was das kostet. Ah, wir müssen erst die Hauptquest abschließen, okay. Die Erben von Westmark. Wow, sie sieht aus, als würde sie halt literweise Bier auf dem Oktoberfest ausschenken. Please no. Please no. Aber wir kriegen tatsächlich hier einen Diablo 2 Town Portal Effekt auch. Interessant. Ja. Ich finde, der sieht deutlich cooler aus als der Standard-Town-Portal-Effekt hier, oder?
Der Standard-Town-Portal-Effekt hier ist relativ lame. Aber ganz ehrlich, nichts, wofür ich jetzt Geld ausgeben würde. Also abgesehen davon, dass ich es noch nicht kann. Darf ich? Ich... Cool. Ich... Okay. Ich habe gedacht, mit der Taste, mit der ich das Inventar aufmache, kann ich das Inventar vielleicht auch wieder schließen. Aber da habe ich in dem Fall wahrscheinlich zu viel erwartet. Vielleicht sollte ich als Sorg die Viecher nicht unbedingt facetanken, oder? More arcane power. Astonishing. Froststrahl. Und mehr Damage. Neue Fertigkeit ist verfügbar. Ja, bitte. Hätte ich, glaube ich, ganz gern statt der Blitznova. Finde die Blitznova so lala. Also die hat was, aber... Achso, nee. Also wir können den Froststrahl halt auch einfach dahin packen. Ja, aber ich hätte es dann schon gern so. Ja. Fresst meine Strahlen, ihr Schrumpfköpfe. So sieht's so aus. Ich glaube, die Ledertunika können wir da einfach liegen lassen, oder? Ich weiß nicht, brauchen wir Crafting Materials dringend? Not enough energy. Na, wir haben ja noch Platz. Zerstören können wir es im Zweifelsfall noch immer. Vielleicht ist die auch einfach besser. Kettenhemd der Intelligenz. Das sieht doch eher nach was aus, was wir brauchen. Jawohl, 4 Int, das macht mehr Damage. Finde ich gut. Ah, Healing. Just what I required. Lord Skarn, the shard is ours, and the rite is nearly finished. The way will open. You are not alone, supplicant. Slay the intruder in my name. Ich finde es schön, dass sie ours so sehr wie ours ausgesprochen hat. Also, the shard is ours. Ich denke, okay. Wenn sie nicht so viel von dem Shard hält, ist das ihre Sache. Becomes reality. Hell comes for you. Mein Gott, habt ihr einen hässlichen Hausmolch. Au. Hey. Nicht einfach anzünden, das war so nicht abgemacht. Wait. Ah, der hat 3 Lebensbalken. Das ist sehr MMO-mäßig. Ich nehme alles zurück, er hat 4 Lebensbalken.
not ready yet. Oh. Ah, beweg dich. Astonishing. Okay. Wir leveln auf jeden Fall sehr schnell, habe ich das Gefühl. So this is a piece of the world stone. Absolutely fascinating. Kane will know what to do with it. Ich fände es halt schön, wenn die Voice Lines irgendwie automatisch weitergehen würden und man nicht nach jedem Satz irgendwie einmal klicken müsste. Das nimmt so ein bisschen den Flow raus. Aber okay. Gut, hier gibt es sonst, glaube ich, nichts weiter, ne? Noch irgendeine Kiste oder sowas. Ist halt auch so, ich schaue jetzt schon gar nicht mehr drauf, was das Equipment macht, sondern ist halt so, ah ja, da ist ein grüner Pfeil dran. Wird schon passen. Schade eigentlich. So, tippen um... Ja. Kann ich auch einfach... Ah, ich kann hier unten Check-All machen. Okay, traumhaft. Dann zerlegen wir das alles mal. Crafting an sich wird wahrscheinlich später freigeschaltet, ne? What you've accomplished is miraculous, my friend. To face such foes and live to tell the tale. Simply astounding. We were lucky I arrived in time. The cultists were summoning demons. Their leader called out to the Lord of Damnation. A demon named Skarn. Skarn? I have never heard of this name before. And as far as I know, there is no demon lord of damnation. Most troubling. Indeed. And there's the matter of what we do with the shard. This sort of power does not belong in mortal hands. On that, we agree. You see, I did not come to Wortham by chance, my friend. A Herodric ritual allowed me to divine the location of several Worldstone shards. One was here in Wortham. The other lies somewhere in the nearby cemetery of Ashwold. I came here hoping to obtain the shards and destroy them, if possible, before calamity descends upon us all. Be not alarmed, my old friend, for these frail bones come to you with an urgent request. My apprentice, Lethys, through foul means acquired a shard of the Worldstone. In her pursuit of power, she has brought ruin upon Ashwold. The dead rise from their graves, and the balance teeters on the brink of disruption. Much like I. You cannot have forgotten the significance of that stone, or the sacrifice it took to end its threat. So I beg of you to lend your aid, however you can. Und ward nie wieder gesehen. Darkness is spreading once again, and it seems I must ask the impossible of you. Will you help me collect these corrupted shards and save our world from oblivion? Of course I will. After all, Kane, power yearns to be exerted, and infinite power. Well, I will do everything I can to ensure that is something we never witness unleashed. From the depths of my heart, thank you, friend. Before you leave, I have a few gifts for you.
The first of which lies here on the altar. While it may be simple, a good map is of vital importance. It will surely aid you upon your travels. Es gibt Geschenke. Ist jetzt Bescherung? This is sanctuary. To protect it, you must cross many lands where forgotten evils linger. Yet you must go without fear into the heart of the unknown. This burden falls to us. A chance to fight the darkness, to ensure our home survival. For a new evil covets the World Stone's power. If a shard falls into Hell's clutches, our world will burn. Here, this portal scroll has been specially attuned. Once you have reclaimed the World Stone Shard from Ashwold, you can use that scroll to open a portal to Westmarch. There, we will find a means to destroy the shards forever. Ich find's halt spannend, dass Kane in der Cutscene halt schon eine vernünftige Betonung hat. Und ich finde, in seinen normalen Textzeilen hier leiert er ein bisschen, oder? Kommt mir das nur so vor? Er hat halt immer so die gleiche Betonung drauf und dann geht sie am Ende ein bisschen runter. Aber der nächste Satz klingt von der Betonung wieder genauso und endet auch ähnlich. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen picky, aber... Very well. I will meet you as soon as I am able. Also, die Zauberin klingt halt einfach von der Aussprache her viel natürlicher als Kane. Kane klingt halt super gekünstelt. Be cautious on your journey to Ashwold, my friend. Tippen, um die Zonenkarte zu öffnen. Okay. Ist das überhaupt der Originalsprecher? Ja. It is. Oder zumindest, also wenn nicht, ist die Stimme extrem ähnlich. Widerliche Zuflucht, okay. Es wäre total sexy, wenn man hier mit dem Mausrad irgendwie rausscrollen. Also Zoom, nein. Okay, nicht vorgesehen, alles klar. Okay. Within our hearts exists an ember of light. Zacharum feeds it, protects it. Through faith and obedience alone can one's inner light repel the darkness. Okay. Be not fearless, for those without fear are those who have nothing precious to hold on to. Challenge fear. Overcome it, but deny it at your peril. Und wer ist er genau? Der Herr von den Zacharum? Gut gemacht, Held. Ihr habt Wortham gerettet. Macht weiter und verdient euch noch mehr Ruhm und Belohnungen. Erreicht höhere Stufen und gewinnt Macht, kämpft gegen grauenerregende Übel, verdient euch wertvolle Belohnungen. Die Autonavigation ist freigeschaltet. Okay, das heißt, die hatten wir noch gar nicht. Oh. Und jetzt stehen hier auch Leute rum, wie zum Beispiel Karlsruhe und First Pfister. Nun. Das war eine seltsame Animation, die auch aus einem Wimmelbildspiel hätte kommen können. Okay.
Bald verfügbar. Keine verfügbaren Erfolge. Battle Pass endet in 33 Tagen und 15 Stunden. Kriegt man den automatisch? Also offenbar, weil wir konnten ja... Was ist das hier? Ein einmaliges Paket ist jetzt im Shop erhältlich. Okay. Das Anfängerpaket. Für 1 Euro. Ihr habt Wortham mit dem Sieg über Ifris, den Zerstörer, gerettet und erhaltet nun die Möglichkeit zum einmaligen Erwerb eines Pakets, das ewige Kugeln und die kosmetische Waffe, das Inferno im Inneren enthält. Sorry, aber are you shitting me? Ist halt so... Oh, gut gemacht, Held. Ihr habt euch die Möglichkeit, freigespielt Geld auszugeben. Tut es mit Freuden. So ist halt so, nein. Let's not do that. Abgesehen davon ist es halt so... cool, wir bekommen eine kosmetische Waffe. Mit dem tollen Namen, das Inferno im Innern, ich weiß nicht, ist das so ein Piñata-Stock vom Mexikaner oder ich weiß es nicht. Niemand kann sich mit Feuer wappnen, wenn er nicht bereits im Innern brennt. Ich hätte noch Chilis, Sir. Ich vergesse, das Kackpaket hat 800% Zusatzwert. Im Vergleich wozu? Das ist die Frage. 800% Zusatzwert. Was auch immer das ist. Und niemand weiß halt, was ewige Kugeln sind. Eine seltene Ware, die für den Kauf von Accessoires, ewigen legendären Emblemen, Umschmiedesteinen, Platin und viele mehr verwendet wird. Also, kurz gesagt, unsere Premium-Currency. Ja, nee, danke. Lass mal nicht machen. Drücke Alt und linke Maustaste, um mit Spielern zu interagieren. Nee, will ich gar nicht, danke. Finde es ein bisschen anstrengend, dass hier einfach schon direkt 30 Leute rumstehen. Wir können es hier vergraben und es bleibt unser Geheimnis. Was denn? Kevin schon wieder, natürlich. Stört viele, dass das so direkt aufgeht? Ja, ist halt, also es geht ja nicht auf, man muss ja schon selber draufklicken, aber es ist schon so... Es fragt schon sehr direkt nach Geld. Kann man ja nicht anders sagen. Ah, guck mal, hier ist jetzt ganz viel neu. Und wir haben immer noch 3 Sachen nicht freigeschaltet. Download-Belohnung. Account-Verbindung erfolgreich. Was sind denn Download-Belohnungen? Vielen Dank, dass ihr euch uns in Sanctuario anschließt. Wir haben zum Beginn eures Abenteuers ein paar Vorräte für euch. 10.000 Gold und 50 Crafting Materials. Okay. Der Account wurde erfolgreich verbunden. Fordere Belohnung über... einen Rahmen. Cool. Okay. Jetzt haben wir so einen sexy Rahmen hier. Auch das kennt man irgendwie aus Diablo 3. Na, wobei, das kennt man... Also ja, auch schon. Ich kenne es tatsächlich eher aus Path of Exile, aber okay. Okay, Questlog. Das ist halt ein bisschen nervig, dass du so eine Sache aufmachst. Ah, okay, wenn man Escape drückt, geht man wieder in das Menü zurück, alles klar. Was sind denn Ereignisse? Kosmetisches Set des horadrischen Vermächtnisses. Voranmeldungsbelohnung. Löst das kosmetisches Set des horadrischen Vermächtnisses als Belohnung für das Erreichen von 30 Millionen von. Okay. Die Belohnung kann nur von einem Charakter pro Account angefordert werden. Ja, viel mehr werde ich wahrscheinlich nicht machen. Was sich abfuckt, ist die riesen UI auf PC. Ich find's okay. Also ich komm halt von Diablo 2. Ich bin gewohnt, dass die UI einen halben Screen einnimmt.
I don't care, actually. So, was haben wir denn? Jetzt einfordern, gratis Tagesbelohnung. Ja, bitte. Was haben wir hier? In Gold. Okay, es ist einfach, also ist das halt das Gold, was wir aufsammeln? Ist es eins davon oder ist das was anderes? Wir werden es rausfinden. Schrottmaterialien kennen wir. Magischer Staub. Und was ist das? Leuchtender Splitter. Warum tut man den in eine Flasche? Okay. Ist das jetzt gratis Tagesbelohnung 11 oder soll das mal 1 heißen? Ich bin mir unsicher. Ah, 5000 Gold, okay. Ah ja, hier können wir die fröhlichen Kugeln kaufen. I see. Hier ist wieder unser plus 800% magisches Anfängerpaket. Alles klar. Ist hier... Oh wow, it's... Feels Path of Exile, man. Okay, ich kann halt echt Geld ausgeben, um lustige Kugeln zu kaufen und mit den Kugeln kann ich dann Platin kaufen. Ja, damit man auch auf gar keinen Fall sieht, wie teuer das Platin in Echtgeld ist. Also klar, es ist, also ne, kostet halt das Zehnfache, kann man sich halt schon einfach umrechnen, aber es ist halt so, ah, lass uns Echtgeld in eine andere Währung tauschen, damit die Leute nicht merken, wie viel Geld sie ausgeben und lass uns diese Währung noch in eine andere Währung austauschen, damit es noch weniger auffällt, damit man noch weniger Gespür dafür hat, wie viel Geld man überhaupt schon in dieses Spiel gesteckt hat. Ja, sus. Aber okay. Hier gibt es fröhliche Steine. Okay, cool. Wir haben einmal reingeguckt in den Shop, das ist alles, was ich machen wollte. So, dann kriege ich den Shit hier. Kann ich das jetzt direkt irgendwo anlegen? Fertigkeiten, Quests, wo habe ich denn... Oder tragen wir das jetzt direkt? Aber wir tragen das, glaube ich, direkt, ne? Das sieht halt schon nicht geil aus, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist hier jetzt mit Beine. Es ist schon... Ich weiß nicht. Die Waffe finde ich okay. Die Rüstung nicht so. Ja, achso, wir müssen auch einfach in die andere Richtung. Begebt euch zum Friedhof von Ashworld. Okay. Hier ist eine Kiste. Ah, das ist unsere Kiste, wo wir Equipment lagern können, alles klar. Wiederbelebungsstein ermöglicht die Wiederbelebung bei der Leiche, wird durch das Töten von Monstern aufgeladen. Okay. Können wir mit dem Schmied jetzt eigentlich schon interagieren? What can I do to help? Also du kannst im Moment nur wiederverwerten, ja? Wir können. Okay. If there ain't more I can do, let me know. Oh, hello. Combining, socketing, polishing, we do it all. Nothing else I can help you with. Hello. How can I help you today? Weiß nicht, sag du mir, wie du mir helfen kannst, aber oh, du... Oh, I see. Well, please come again. Schön, dass ich mit dir reden kann, aber noch nichts mit dir machen kann. Cool. Hier ist noch nichts weiter? Nee, okay. Was ist denn hier eigentlich neu? Aber wir können... Ja, fancy. Das wertet mein Spielerlebnis massiv auf.
Gut. Gehen wir raus. Klopfen wir ein paar Monster. Okay, ich dachte, ich erschrecke ein paar Vögel, aber... Please, no. Nicht? Wer ist denn Finch hier eigentlich? Habe ich jetzt ungewollt Mitspieler? Ich danke für Ihre Hilfe, aber mein Mann, er ist noch in Gefahr. Unser Haus ist im Nordwesten. Er ist allein mit diesen Banditen. Bitte, nicht worry about me. Help him. My studies have paid off, it seems. Ist das so? Alter, kann bitte dieser riesige Schriftzug da weggehen? So, ich möchte der Quest weiter folgen, danke. Oh, gosh. In dieser Zone hat sich ein versteckter Hort geöffnet. Ah, kann ich da jetzt meine Kinder abgeben? My wife and I are just simple folk. We don't have anything of value. A thousand blessings upon you, friend. Ashwald's always had the occasional bandit, but nothing like this, though. What luck brings you to my door? I have my reasons. It seems Ashwald has become overrun with the undead. Do you know anything about that? Aye. The whole guard's been fighting them for weeks. My son joined up at the Crypt of Honor Dead just this morning. If you find him, I'm certain he can tell you more. Okay. Bekommen wir ein Item als Belohnung? Wo finde ich denn jetzt wohl diesen versteckten Hort? Warum? Oh wow, das ist... Oh wow. Das turnt mich ja jetzt schon hart ab, dass die Gegner einfach respawnen. Diese Zone hat sich ein versteckter Hort geöffnet. Ja, aber wo? Heißt, der Gier ist endloser. Ah, okay. Ihr habt nicht so Bock auf mich, habe ich verstanden. The pursuit of greatness is unending. Okay. Okay. Random Blutexplosion. Here we go. Du bist besser. Du bist offensichtlich besser. Du nicht. Du bringst weniger Punkte, was auch immer Punkte bringen, aber und weniger Int. Ja, okay. Lass mal nicht machen. Okay, das ist schon auch sehr, wie heißt es denn, sehr Lost Ark-mäßig oder beziehungsweise Standard, sehr, sehr MMO-mäßig, oder? Dass man hier Spieler mit rumlaufen sieht, die aber schon alle trotzdem mehr oder minder ihre eigene Instanz haben. Also man merkt auf jeden Fall sehr, dass es
in die Richtung ausgelegt ist. Okay, hier ist nicht so viel los. Ah, doch. Sagen. Kann doch nicht sein, dass hier nichts mehr auftaucht. Stop wasting my time, you peasant. I know her body was buried here. Where is Acilla's tomb? The Queen's tomb was hidden. The dead deserve their rest. Wrong answer. The dead serve me. A fact you will learn soon enough. You, it's your turn. So I suggest you speak quickly. Where is the tomb? I don't know. None of us do. Only the Queen's handmaiden knew its location, I swear. Lethys, stop this! Your wanton disregard for life ends here. You will be brought to justice. Zuul, how I tire of your jealous attempts to suppress my potential. Now with the power of the World Stone at my command, I will obtain true dominion over the dead. Your entire lethargic order will be swept away and replaced by one with the ambition to reshape this corrupt world. You are a relic, old man, and you are no longer needed. Ah, und dann geht sie einfach. Ich dachte, wir können jetzt wenigstens kämpfen. Ich kann noch Kram einlösen. Ihr habt heute zum ersten Mal einen Gegner getötet. Fordert eure tägliche Belohnung ein. Ja, aber das habe ich doch schon gemacht. Ach so, erstes Monster des Tages. Okay. Hey, ich spiele 7 Tage am Stück und du bekommst ein legendäres Item geschenkt. Wow. Das fuckt mich gerade richtig ab. Also nicht das von wegen so, hey, log dich täglich ein, sondern einfach so, das wertet halt einfach so direkt Legendary Items richtig ab. Das ist also, ja gut. Die Geschenk kriege, dann ist mir Loot halt auch egal, danke. Not enough energy. Ja, wir kämpfen doch gegen sie, okay. Hallo, darf ich das mitnehmen? Danke. Thank you for your aid, adventurer. It appears I must go and teach my former student another painful lesson. The guard still lives, it seems. I leave him in your capable hands. Oh, what a day. Certainly didn't expect to get choked by some death mage when I left the stead this morning. That death mage isn't past killing for the information she seeks. And you just gave her a target. Acilla's handmaiden. I need you to help me, or that girl is as good as dead. Light's mercy. You're right. Wait, I know. Captain Asmir at Guard's Watch. He knows the maid. If you head there right away, there may still be time. Du solltest auf jeden Fall langsam nach Hause zurückkehren. Ja, mach das. Hey, ein weiterer versteckter Hort hat sich geöffnet. Also wird man doch noch ein bisschen zum Erkunden eingeladen? Oder werden wir jetzt direkt zu dem... Ganz gut was aus. Aber wir haben ja noch. Let the ice flow. I need healing.
Das ist richtig. I'm healed. Quickly, I require aid. Okay. Es ist, also, so dieses Loot-Gefühl kommt halt gar nicht auf bislang. Das ist halt so, ja, wir sammeln Sachen ein und legen das an, wo ein grüner Pfeil dran ist. Und ich schaue halt null auf das Equipment. Also, es interessiert mich auch einfach nicht. Was super ungewöhnlich ist für ein Diablo. Normalerweise ist es immer so, ah, cool. Equipment, magisches Item, kann das irgendwas, was mir was bringt? Oder eher nicht so. Und hier ist halt so, ah, don't care. Items aufheben ist manchmal auch ein bisschen fummelig. Ich würde ganz gern den versteckten Hort noch finden, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich da jetzt noch im richtigen Gebiet bin. So, wo der Pfad lang geht, ist auch sehr weird auf der Minimap, oder? Also, jetzt geht er hier im Riesenbogen sonst wohin. Ist ganz wichtig, dass wir erst hier hinlaufen und dann erst, also dann umdrehen. Also die Fahrtanzeige ist auf jeden Fall noch ein bisschen buggy. Aber okay, ist ja prinzipiell auch eine Open Beta. Ja, und jetzt sind wir wieder am Einstiegspunkt quasi. Also hier sind wir ursprünglich mal reingekommen. Und Necro. Mit immerhin zwei Skeletten. Okay. Haut da rein. Was ist das hier eigentlich? Ah. Kann ich den Feuerball eigentlich aufladen? Muss ich gleich mal gucken. Also bringt das was? Nee. Nicht so. Zum Zielen, mehr nicht. Das andere kannst du aufladen. Was ist das andere? Ja, den Kram hier. Dass ich den aufladen kann, weiß ich. Ich weiß nicht mehr, wie der Skill heißt, ehrlich gesagt. Was haben wir jetzt schon wieder? Willkommen bei Diablo Immortal. Hier tippen, um an der Umfrage teilzunehmen. Nein, leave me alone. Ja, ja, dass sich das auflädt, sehe ich auf dem Boden, das ist mir klar. Also man sieht ja, dass der Kreis größer wird. Und man hat ja auch hier unten diese Aufladeleiste, also das ist schon pretty obvious. Ich habe nur beim Feuerball einfach nie drauf geachtet, weil ich den immer direkt gecastet habe und nie gedrückt gehalten habe. Oder zumindest vorher nicht drauf geachtet habe, sagen wir es so.
Okay, lass mal gehen. Und zwar hierhin. Oh, ein Wegpunkt. Und Gegner. Enough energy. Ach Gott. I expected an actual challenge. Oh, so überheblich. Ist hier nicht irgendwo, ich würde sagen, hier ist da irgendwo eine Kiste. Hab ich genau gesehen. So, was möchtest du mir sagen? Dass ich das Ding anlegen soll, ja? Alles klar. So, you're the one who took care of the undead at our gates. Thank you for that. It's been a while since any visitor's been able to walk through them. But I won't lie. We're in dire straits here. My men's weaponry won't survive another round like that one. Talk to Pauly, the blacksmith, and bring me what he's got finished. Then we can talk. Okay. Da war auch noch ein Wegpunkt. Spannend. Das hatte ich so gar nicht gesehen. Ich bin voll dran vorbeigelaufen, aber okay. Schalten wir offensichtlich automatisch frei. What can I do for you? Let me guess. Asmir sent you. He knows I can see him, yeah? Well, like I told the last guy. Weapons take time to forge. I'm working as fast as I can. And that's fairly fast, alright? Also im Moment arbeitest du gar nicht, aber okay. I'm sorry. The stress is eating everyone alive. Here, I've got half the lot done. Just take him to the man. Hopefully, that will hold them for a little while longer. Back to work then. What could I do for you? So, ich möchte gern alles zerlegen, danke. A job well done. What could I do for you? Sonst kannst du nix hier. Okay, kommt wahrscheinlich später. Ich hätte irgendwie erwartet, dass ich... Back to work, then. ...dass ich beim Schmied noch irgendwie mein Equipment verbessern kann, aber das kommt wahrscheinlich noch. You're back. And with half the order, no less. I wish this were enough, but... more and more these undead are rising, and my men are tired. Still, thank you. We will make do. Now, I'm certain you didn't come all this way to deliver me a bundle of swords. What brings you to Guard's Watch? Warum genau haben wir diese Quest gemacht? Ich meine, die Leute stehen literally nebeneinander. I'm looking for Queen Acilla's former handmaiden. The girl's life is in grave danger. The handmaiden? Gods, I didn't know. Her home isn't far, just up the trail from here beyond the graves. I'd join you if I could, but... It's all right, I understand. Don't worry, I will find her. Knowledge is its own form of strength. Wir haben schon wieder das Bedürfnis, sehr zu laufen. Fantastisch. Finde es aber besser, als zehnmal über die Karte zu laufen. Ja, aber das ist, also, das ist einfach eine Quest, die kannst du komplett weglassen. Also, sie bringt halt auch nichts. Also, dann macht die Quest einfach, sprich mit dem Hauptmann und gut ist. Rüstet einen seltenen Gegenstand der Stufe 10 aus.
Okay. Wo sehe ich die Stufe? Ah, hier unten. 12, okay. Sprecht mit dem Schmied und verwertet einen Gegenstand. What can I do for you? Most appreciated. Ah, sprecht mit dem Schmied und wertet einen Gegenstand auf. Guck mal, jetzt können wir aufwerten. Okay. Ah, weil wir auch nur Rares aufwerten können. Alles klar. Mit Gold. Und Materials, offenbar. Okay. Könnten wir nochmal machen, aber ich glaube, das lohnt bei dem Ding einfach nicht. Most appreciated. Also doch, wir müssen den auf Rang 2 aufwerten. What can I do for you? Okay. Most appreciated. Betretet die Bresche des wahnsinnigen Königs. Okay. Was habe ich da? Belohnung. 50 Diff. 50 Hild? Ich habe keine Ahnung. Exklusive Münzen der Ritter der Westmark. Werden beim Hildhändler zum Kauf von Emblemen, Umschmiedesteinen, Edelsteinen und mehr verwendet. Okay. Warum haben wir jetzt irgendwie in-game schon gefühlt 5 verschiedene Währungen? Navigiere zu Schmied. Ja, aber warum denn? Need something reforged? Salvage? Back to work then. Warum soll ich denn jetzt mein Inventar öffnen? Leute, ich will doch einfach nur tippen, um das Inventar zu öffnen. Ja, okay. Why though? Hier ist nichts. Okay, hier sind... Wo ist denn die Map eigentlich? Ah ja. Hier erkenne ich gleich viel besser, welche Symbole alle auf einem Haufen sind. Das ist unsere Truhe. How may my knowledge help you? Goodbye then. Ah, die kann Sachen identifizieren, also sprich Legendaries vermutlich. Was ist das hier? Nichts Anklickbares bislang. Okay. Hier ist eine Kiste irgendwo. Hier. Die Fußspuren sind weg. Waren die nur im Tutorial? Das wäre natürlich fantastisch. Ah nein. Sie kommen einfach wieder. Okay. Aber ich kann das so ausmachen. Ich verstehe. I see. Okay, das ist cool. Dann lasse ich das erstmal aus. Königin Asillas Gruft. Kann ich irgendwie ausstellen, dass ich die ganze Zeit meinen Char-Namen über meinem Kopf sehe? Das fände ich halt voll okay. Ich weiß, wie ich den Char genannt habe. In den Einstellungen, okay. Wo da? Und der Steuerung. Ah, meinen Namen anzeigen. Ja, okay. Es ist so eine Sache, die ich absolut unter Steuerung erwarte, weil es was mit der Steuerung zu tun hat.
Oder so. Aber okay, danke für den Hinweis. Verlassener Hort. Gruppe finden, scheiß drauf. Schwierigkeit 1, empfohlene Stufe 10. We got that. Rein da. Töte den Versteckwächter. Bonusereignis, uralte Obelisk, okay. Boah, vielleicht soll ich da nicht drinstehen. Ich bin es halt voll nicht gewohnt, mit der Zauberin die ganze Zeit so viele verschiedene Spells zu casten. Also es... Still waiting. Bin da halt einfach noch sehr Diablo 2-mäßig drin. Einfach so, hab einen Spell auf Linksklick, hab einen Spell auf Rechtsklick und wechsel halt mal auf Teleport und die Frostrüstung. Vielleicht nochmal auf Static Field zwischendurch. Hat hier kein Zeitlimit, oder? Wir sind nicht in einem Rift. Don't rush, Brilliance. Bad. Das ist total fertig. Okay, jetzt ist hier ein Darmportal offen und... Aber ich bin noch gar nicht durch. Aber da vorne ist der Wächter. Glaube ich. Zumindest ist da so ein lila Totenschädel auf der Minimap. Au. Ah, healing. Just what I required. Some time to think, please. Let the ice flow! Ich habe nicht das Gefühl, dass die Ulti viel Schaden macht. Bedauerlicherweise. Mich da gerade getroffen. Die Ulti verstärkt nur den Standardangriff. Oh, okay. Ach, komm schon. Danke. Onward and upward. Ah, Arcana Wind heißt das Ding, okay. Irgendwas davon besser? Nein, ah, doch. Okay. Spannend, ich hatte nicht erwartet, nach dem Bossgegner hier noch Gegner zu sehen. Zerstört den entweihten Obelisken. Ja, aber das mache ich ja jetzt vermutlich... Eher hier, oder? Nee. Z.
Zerstört den entweihten Obelisken. Ah. Das Ding war so auffällig, das habe ich nicht gleich gesehen. Oh, ein Topaz. Kann ich mir den jetzt in die Buchse stecken? Plus 8 Widerstand. Ah, kann ich wahrscheinlich nicht einfach so. Muss ich einen Juwelenschmied besuchen, alles klar. Aber warum ist denn zerstört in einen weiten Obelisken jetzt nicht abgeschlossen? Habe ich das nicht gerade gemacht? Oder gibt es hier noch einen? It's not the time for that. Heal me. A refreshing change. Okay, ich glaube, die Common Items lasse ich da einfach mal liegen. Okay, cool, dann haben wir das auch abgeschlossen. Was möchtest du jetzt von mir? Ereignisse. Willkommen in Sanctuario. Erreiche Stufe 14, kriegen wir 5000 Gold für. Okay. Warum auch nicht? Es fühlt sich halt... Es ist halt so eine super weirde Mischung bislang. Also so das ganze Kampfgefühl geht halt schon sehr stark Richtung Diablo. Keine Frage. Aber es sind halt so viele Sachen drin, die einfach so an Diablo-like sind. Also so diese ganzen random Belohnungen, die man irgendwo abholt und Daily Quests und sowas. Es ist halt so respawnende Gegner auf der World Map. Also nicht auf der World Map, aber auf der allgemeinen Karte halt. Step aside, for your own sake. Hä, hey, wir haben Teleport freigeschaltet. Nice. Feature freigeschaltet, Edelsteine sockeln. Okay. Du bist offenbar besser. Nehme ich. Ah, okay, und jetzt geht unsere Fußspur. Okay, ging dann zum Juwelenschmied. Ja, nee, erstmal nicht. Was möchtest du jetzt noch? Fertigkeiten. Teleport würde ich mal statt dem arkanen Wind. Wie mache ich das denn? Anlegen hier. Ah, okay, das funktioniert mit Charges so ein bisschen wie... Ja, okay. Und da muss es erstmal wieder aufladen, alles klar. Ist jetzt schon einfach irgendwie so Dash aus Path of Exile, oder? Oh, was ich mich gerade frage, kann ich hier eigentlich... Die meisten Spiele fressen die Taste nicht, aber geht das? Nope. Ach, dieses Spiel mag diese Daumentaste nicht. Nun gut. Warum auch? Wofür habe ich zwei Daumentasten? Reicht ja, wenn ich eine verwenden kann. I'm afraid it's not the time for that.
Ich fände es lustiger, wenn sie sagen würde, I'm afraid nobody got time for that. Mal so eine Frage, kann mir eigentlich irgendwer sagen, was so die Gegner ausmacht? Also wir haben jetzt bestimmt schon so 7 verschiedene Sorten von Gegnern gesehen. Weiß jemand, was die machen? Oder sehen die alle das gleiche Monster mit verschiedenen Skins quasi? Also keine Ahnung, wenn ich so an den ersten Akt von Diablo 2 denke, dann hatte man da irgendwie noch so den, die Schamanen, die halt, also die Zombies als normalen Standardgegner, die Stachelratten, die schießen konnten, du hattest die Schamanen, die die Gefallenen wiederbelebt haben, hattest dann die komischen Speerträgerinnen, die halt relativ schnell laufen konnten. Also die halt schon alle irgendwie so eine spezielle Eigenschaft hatten, dann kamen relativ schnell die, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, diese komischen Viecher im unterirdischen Durchgang dazu, die dann die Blitzkugeln schießen konnten. Also wo halt... Wo man halt schon wusste, ah, das ist der Gegner und man stellt sich halt so ein klein bisschen drauf ein, was der macht. Und hier ist halt so, ah, mehr lebende Lootkisten. I need energy. Okay, die Geister können schießen, fair point. Aber ansonsten... Du spielst ein Standard-Mobile-Spiel mit Diablo-Skin, erwarte nicht so viel. Ich spiele aber halt immer noch ein Diablo, das ist halt so die Sache. Aber ja, du hast wohl recht. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich das erwartet habe, dass das so ist. Mir ist halt einfach nur gerade aufgefallen, dass es nicht so ist. Sagen wir es so. Da vorne ist ein Wegpunkt. Und Rare Mobs. I'm not impressed, by the way. Neues Ereignis, okay. That is recharging. Stand da gerade irgendwas von wegen Kutschenhaltepunkt? Gott. I need healing. Auf jeden Fall brauchen wir Healing. Still waiting. Da geht's plötzlich ab. Ja, ein bisschen ungünstig, dass das hier gerade alles auf einmal kommt, oder? I don't have enough energy. Ah, stell dich nicht so an. Ah, healing. Just what I required. Okay, random Bossmonster. Und Stufe 16. Und hier ist der Wegpunkt, I guess. Yes. Okay, da sollten wir tatsächlich auch hin. Kann ich eigentlich von hier irgendwie... Kann ich eigentlich einen Wegpunkt in ein anderes Gebiet benutzen? Nee, ne? Muss ich schon einen Townportal für nehmen. Erreicht zum Freischalten Stufe 28. Okay.
Gut, ich rüste erstmal Stuff aus. Du bist noch besser. Minus 3 Beharrlichkeit. Dafür mehr Leben und Punkte. Ist es das wert? Was macht Beharrlichkeit gleich nochmal? Erhöhte Rüstung um 1. Ja, gut. Ob wir da dann 18 oder 15 Beharrlichkeit haben, ist, glaube ich, relativ egal. Warum ist hier jetzt der Pfeil weg? Aber okay. Kann ich? Nee, ich will da nicht hin navigieren. Ich dachte, ich porte mal ganz kurz hier hin, damit wir hier safe stehen. Und dann mache ich mal einen ganz kurzen Break und verschwinde mal für 2 Minuten wohin und bin gleich wieder da.